Meine Geschichte, die kennt ihr bereits. Doch seit geraumer Zeit bin ich nicht mehr allein. Ihr habt mit Topper die wildesten Abenteuer durchlebt. Und keiner kennt das Saarland so in- und auswendig wie Strauchs Wanderlust. Und hierbei darf die Sportskanone aus dem Westerwald nicht fehlen. Saschas Wanderblock. Zusammen bilden wir diese Avengers. Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg Wandern mit Peter. Ich begrüße euch zu diesem Vlog, denn wir werden heute Spaß und Action haben. Ich befinde mich hier bei unseren lieben Nachbarn in Deutschland, genauer gesagt im Saarland. Und ja, wer den Teaser gesehen hat, der kann sich schon in etwa vorstellen, was heute kommt. Denn ich bin heute nicht allein. Nein, nein, wir sind heute eine ganze Partie. Und wenn ich jetzt mal hier so um die Ecke gehe, hoppala, wen haben wir denn da? Hi. Ja, wer denkt's denn? Wen haben wir denn da? Oh mein Gott, upsi, upsi, upsi. Und um Gottes Willen, wer ist denn das? Na, wer sie noch nicht kennt, das ist der liebe Sascha von Saschas Wanderblog. Das hier ist der liebe Topper von Toppers Adventures. Naja, und die beiden, ich meine, uns kennt man. Wer kennt sie nicht? Ja, die Großmeister des Saarlands, Strauchs Wanderlust. Und ich bin auch noch dabei. Und ja, wir werden Riesenspaß haben und ich würde sagen, gehen wir einfach mal los und lassen wir es einfach passieren. Schau ins Landweg, habe ich mir sagen lassen. Aber was ja durchaus ganz genial ist, man muss sich das mal vorstellen. Hier gehen sie alle. Vorsicht! Hallo! Auch genug Radblocker heute mit dabei. Ja, die gehören nicht zu uns, denn wir kümmern uns heute definitiv um das hier. Und was gibt es denn Schöneres, als mit lieben Freunden unterwegs zu sein? Darf ich vorstellen? Das ist ein Angelweiher. Und kann man hier auch angeln? Ja, aber du nicht. Dafür musst du im Verein sein und einen Angelschein haben. Okay. Also nichts mit Fischstäbchen heute. So. So sind wir Wanderer, hilfsbereit und helfen auch der etwas mobilen Konkurrenz, würde ich mal sagen. Oder? Wie siehst du das? Ich sehe das genauso, aber ich muss weg. Tja, wer aufmerksam letztens zugeschaut hat, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber dann wird euch dieses Gesicht wahrscheinlich hier bekannt vorkommen. Das Lustige ist, nur damals haben wir noch Video telefoniert. Ja, das stimmt. Und jetzt auf einmal marschieren wir hier nebeneinander. Von digital zu real. So ist es. Ja, der Clou an der Sache ist nur, heute wären, ich glaube, was haben wir mit denen, glaube ich, jetzt 100 Kilometer, oder? 105, oder? Stimmt, ja, stimmt, genau. Also 5 noch auf einem Fuß und dann passt das. Ja, genau. Ja, Leute, wisst ihr, ich muss schon sagen, das hat ja so viel Mehrwert, hier mit lieben Freunden wandern zu gehen. Leute, wer braucht das? Wer braucht wirklich noch mehr Aufmerksamkeit und wer braucht Placements? Kein Mensch, ich sag's euch. So, liebe Wanderfreunde, Peter steht an einer sehr denkwürdigen Bank. Hier haben wir auf dieser Bank ein Interview für den SR gegeben. Und Peter steht an diesem denkwürdigen Platz. Ja, und so sieht das aus, wenn man mit Saarländer und Freunde, sage ich jetzt mal, einen Berg erklimmt. Marco, der strengt sich schon an. So sieht es aus, wenn ein YouTuber seine Videos macht. Oh! Das kann ich dir zurückgeben. Ja, wer ist denn das? Aha. Ich fühle mich jetzt etwas beobachtet, deswegen mache ich jetzt mal hier so einen Schritt auf die Seite. Und so geht es die ganze Zeit bei uns hier. Für Naturaufnahmen bin ich nicht zuständig heute.
Das sind nämlich diese Herren da drüben. Die machen heute die Naturbilder. Ja, und der nette Herr und ich, wir sind heute für das Blabla zu machen. Wir machen heute die Action. Genau, wir, das Team. Keine Kamera ist gelaufen. Oh. Sein Pechen. Wir müssen euch mehr im Auge behalten. Ja, ich später hoffen. Tja, meine Lieben, das ist es. Das ist das Camp IMW Community Trail. Hier werden wir heute unser Nachtlager aufschlagen. Nein, Spaß beiseite. Wo sieht es ungefähr aus? Habe ich auch schon mal, also zu dem Weg, was die nicht gesehen kommt, aber ne? Gedacht auch jetzt vielleicht zum Verein, aber das ist dann sonntags geschlossen, was mich gewundert hat. Sarah hat aber eine Antwort darauf. Ja, gut, das ist die Bühne, auf der man sich im Wanderverein widersprechen wird. Wir finden gerade Dreharbeiten statt. Wir finden am Dorn Dreharbeiten statt. Das ist sehr beängstigend. Sogar hier finden Dreharbeiten statt. Das ist ja unglaublich. Sag's, ich gehe jetzt nie mit einem Haufen YouTuber wandern. Das ist unglaublich. Ja, was ja die wenigsten wissen hier ist, dass das Saarland hier ja auch bekannt ist für seinen Regenwald, durch den wir jetzt gerade gehen. Luftfeuchtigkeit meines Erachtens nach liegt so ungefähr bei 105%. Insofern kämpfen wir jetzt weiter durch den Urwald. Man hat mir gesagt, ja, die wissen schon, wo es hingeht. Ich habe das Gefühl, ich muss schon bald die Machete auspacken. Und dann. Eine Lichtung! Tja, wer hätte es gedacht? Jetzt kommt eines der Highlights heute, nämlich der Topper. Der lässt jetzt hier gleich seine Drohne steigen, das dürfen wir natürlich nicht verpassen. Und so wie ich das sehe, alle anderen auch nicht. Seht euch das an. Ein UFO. Es fehlt nur mehr, dass ein Jäger kommt und das Ding abschießt. Was täten wir hier ohne Sascha? Sascha versorgt uns hier mit wertvollen Vitaminen. Und dass wir hier nicht verhungern und verdursten. Ja? Die Grünen gebe ich natürlich weiter und die blauen Reifen esse ich natürlich selber. Selbstverständlich. Aber wir müssen dir danken, dass du hier 4 Meter hochgreifen kannst. Denn ich zeige euch das mal aus meiner Sicht. Das wäre halt ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn es wer wissen möchte, ich stehe hier gerade und Sascha ist über 3 Meter groß. Ja. So alle gemacht war. Ja. Hatten Sie frei den schönen Plüsch. Ja, genau. Es ist unsere Reanimierung. Komplett platt. Schaut mal, das ist Hangard. Das ist mein Heimatort. Und das da? Das ist Peter. Das ist Peter. Mit der kommt die Kinder noch. Also ich spüre schon, wie der Geist des Saarlands Der Martin. Der Manuel. Der Martin Strauch. Dank SR heiße ich Martin. Also wenn 5 Minuten nicht nachliegt, dann geht sie aus. Okay. Wenn sie aus ist, dadurch, dass sie keine Glut hat, weil sie so heiß brennt, ja, gut, ist dann schlecht zum an. Ja, ja. Aber machst du aber schnell wieder an. Ja. Was auch sagen soll. Doch. Peter Ofner, ich am Weg. Markus Strauch, wie kamen Sie hier zu dieser einzigartigen Konstruktion? Im Internet gesucht und gefunden. Wow! Oh, es hat so ein richtiges Action-Life-Adventure hier. Nee, es ist wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Wetter kann man sich nicht immer aussuchen, aber es ist echt toll. Die Luft ist gut und so ein bisschen Regen. Und gefährliche Steige. Ja, jetzt mittlerweile hier natürlich in der Hütte. Ich bekomme ein Ei, ein Strauchei. Hätte man es gebrütet, wäre hier ein Markus Strauch, ein weiterer gekommen, man munkelt.
Und hier in dieser Hütte, da machen wir jetzt Jause. Natürlich coole Sache, denn wer wandert, ja, darf auch essen. Sagt man. Der muss auch essen. Genau. Und zwar gibt es einen Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Ja. So, alle versorgt, das ganz klassische Strauchei. Das bekommt jetzt Papa. Ah, vielen Dank. Sehr gesund, wie immer. Eine Fruchtbuttermilch, ein Strauchei. Natürlich, nur das Beste. Ein Brötchen. Ja, gerüchteweise. Und der Sascha, wir packen noch auf. Ich habe auch Salz dabei, wie in der Höhe. So, nachdem wir hier eine Woche auf dieser Hütte verbracht haben und wir uns alle gar nicht mehr riechen können, und ich kann sagen, das waren die Spaß beiseite. Der Ring ist zu Ende und die Crew bricht jetzt wieder auf, denn wir sind noch nicht fertig. So, diese Tour wollte man mich scheinbar überraschen. Ja, Überraschung. Mal sehen, ob ich dieser Herausforderung schon gewachsen bin, im Sinne von Höhe. Gucken wir mal. Okay. Also, hier ist Sarah mit Höhenangst. Ja, Peter auch. Das da hinten, Rottweiler. Okay. Ja? Das ist Felix. Das da hinten ist St. Wendel. Okay. Das ist Papa. Hi, Papa. Das ist Steinbach. Okay. Das ist Mühlenschwiers. Ganz da hinten an das Türmchen ist das Kohlenkraftwerk Exbach. Da hinten das ist Neunkirchen. Okay. Und den Rest kann ich jetzt gerade nicht sagen, wo ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Alles gut, das war schon sehr, sehr gut. Ach, mit dieser Partie. Da kann man einfach nur Spaß haben. Was soll man da sagen? Einfach nur cool. Ihr werdet es in den jeweiligen Videos hoffentlich natürlich dann auch sehen. Ja? Also, ich werde es am Ende eh nochmal sagen, aber merkt euch das schon mal vor. Es gibt viel, viel Spaß bei den jeweiligen Videos, definitiv. Doch, ein bisschen sieht man es. Aber wir scheinen links. Guck mal, nur Kopf haben wir. Ja, voll pfundig, voll leibend. Stimme ich euch zu. Vielen Dank, dass ihr uns den schönen Weg gezeigt habt. Also der Spaß blieb auf jeden Fall nicht auf der Strecke oder nicht am Weg. Doch, er war am Weg. Ich am Weg. Habe ich ja Geld gehört? Ich schneide. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und diese sagen auch bestimmt noch auf Wiedersehen. Ciao! Ciao. Tschüss! Und so macht der Marco Strauch seinen Abgesang. Das ist doch legendär, ne? Hallo liebe Wanderfahrerliebte, wir sind am Ende unserer Tour angelangt. Und hier jetzt natürlich von uns ein kurzes Fazit. Ja, was hat uns definitiv gefallen? Es war natürlich dieser klasse Zusammenhalt hier. Wir hatten sehr viel Spaß. Ja, das muss man hier eindeutig mal festhalten. Auf jeden Fall. Ja. Als Tipp kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass ihr auch auf die Aussichtswarte geht, am Bettvorberg. Ja. Auf jeden Fall auch ganz nach hoch. Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Tja. Dann kommen wir auch schon zu den Punkten, die uns weniger gefallen haben. Und ja, wie könnte es anderes sein? Viel zu viel breite Straßen mit viel zu viel Asphalt. Aber ja, von uns auf jeden Fall bekommt diese tolle Tour mit uns, den Savengers, 10 von 10 Punkten. Es war eine grandiose Tour, bei dem das Wetter besser mitgespielt hat, als wir es für möglich gehalten hätten. Ja, da hätten auch die einen oder anderen auch mit dabei sein können und mitgehen können. An dieser Stelle bedanken wir uns zum einen hier bei Sprauchs Wanderlust. Wir bedanken uns hier bei Saschas Wanderblog und hier natürlich beim Toppi Topper Toppers Adventures und meine Wenigkeit Peter von
Ich am Weg wandern mit Peter. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert bitte alle diese Kanäle. Lasst ein Like da, bimmelt die Glocke, ihr kennt das Spiel. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, wenn wir alle wieder am Weg sind und ihr natürlich mit dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao.